Moin, moin Leute und herzlich willkommen zu unserem Unboxing und auch zu der ersten Einrichtung zum Google Home. Ist ja heute in Deutschland veröffentlicht worden, sind wir natürlich direkt los und haben uns so ein gutes Stück besorgt. Schauen wir jetzt erstmal so, was in der Verpackung sich versteckt. Dazu hilft natürlich eine Schere. So, das Band kommt mal weg und hier haben wir die Verpackung. Schauen wir die erst einmal an. Hier steht so ein bisschen Beispiele, was man mit dem Google Assistant machen kann. Wer ihn auf seinem Handy hat, der weiß bestimmt schon Bescheid. Dann Wissen in Echtzeit, Musik und Musik abspielen, Smart Home Unterstützung, Tagesplanung und so weiter. Ein paar kleine Informationen, Apps, also die damit kompatibel sind: Spotify, Google Play Music, Netflix, YouTube, Chromecast. Da sind die wichtigen Sachen dabei. So, dann machen wir jetzt mal die Verpackung auf. Das geht ein bisschen schwierig. So, und das kann erstmal zur Seite. Da haben wir den Google Home. Der ist kleiner, als ich gedacht hatte. Das ist es schon. Das ist der neue Google Home, beziehungsweise neu für Deutschland. So, aber jetzt schauen wir nochmal, was sich sonst in der Verpackung noch verbirgt. Einmal Abstandshalter und Infokarten, andere Farben zum Gerät, Quick Start Guide und Informationen zur Touch-Bedienung und so weiter. Dann nochmal so ein paar Beispielfragen, was man denn damit anstellen kann und Produktinformationen. Das Uninteressante kommt jetzt erstmal alles weg. So, und dann haben wir natürlich noch das Ladekabel. Das werde ich jetzt gleich mal anschließen, damit wir dann nochmal das Gerät testen können. So. Da hört man schon, das gute Stück ist angesprungen. Entschuldigt bitte dieses unprofessionelle Kabelmanagement, aber das ist gerade eine Notlösung. Und jetzt sollte der Google Home Speaker funktionieren. Ich habe da natürlich schon die App runtergeladen und das eingerichtet, aber das wollte ich euch jetzt ersparen. Das ist, wie man es von Google kennt, die Einrichtung ist sehr gut erklärt, also da sollte man kaum was falsch machen. Also können wir jetzt gleich schon mal eine Frage stellen. Wie zum Beispiel, okay Google, wie viel Grad sind es heute? In Münster sind heute Höchsttemperaturen von 22 Grad und Tiefsttemperaturen von 13 Grad angesagt. Okay, das ist jetzt ein bisschen laut. Mache ich mal ein bisschen leiser mit dieser Touch-Bedienung. Ganz präzise finde ich die jetzt gerade nicht, aber man kann es natürlich auch mit Stimme machen. Ich wollte es jetzt aber mal ausprobieren. So, dann schauen wir mal. Was könnte man denn noch so machen? Man kann natürlich Standard-Google-Fragen stellen, wie zum Beispiel: Okay, Google, was heißt Hallo auf Italienisch? Ciao. Okay, Google, was heißt Tschüss auf Mandarin? Zaijian. Also, das ist natürlich über Google Translate, kann der halt alle Sprachen. Okay, Google, wann ist morgen mein erster Termin? Der nächste passende Eintrag im Kalender ist morgen um 9:30. Sein Name ist Work. Also, der kann natürlich auch über den Google-Kalender darauf zugreifen, einem seine Termine sagen. Das kennt man aber alles schon vom Google Assistant, das ist halt nichts Neues. Aber was wir jetzt mal so. Machen wir mal Spielmusik von Ed Sheeran. Natürlich erstmal, okay, Google. Spielmusik von Ed Sheeran. Nicht, dass ich Ed Sheeran Okay, mag, ich spiele aber. Ed Sheeran von Spotify. Okay, Google. Lautstärke auf 4 Stellen. So kann man es natürlich auch machen. Ein bisschen blöd, dass er dabei den Song unterbricht. Aber okay, Google, stopp. So, dann machen wir noch mal. Okay, Google, wo ist die nächste Apotheke? Die Adresse für Kiepenkell Apotheke lautet Kiepenkell Apotheke, Bergstraße 10, 48.143 Münster. So, jetzt können wir die gute mal wieder ein bisschen lauter machen. So. Okay, Google, erzähl mir was Interessantes. Gern. Südafrika hat drei Hauptstädte: Kapstadt, Pretoria und Bloemfontein. Okay, das war durchaus interessant. Ich mache ein bisschen leiser, weil. So. Okay, Google, sing mir ein Lied. Musik von Spotify wird abgespielt. Okay, das macht sie sonst anders. Okay, Google, Burning stopp. Das ist genug Ed Sheeran für einen Tag für mich. So,
Okay, Google, sing mir ein Lied vor. Ich singe dir ein Lied, denn singen macht mich froh. Doch wenn man mal falsch atmet, dann ist man gleich K.O. Wie gesagt, diese ganzen Spielereien sind, die kennt man vom Google Assistant. Ist durchaus nett, das jetzt sozusagen in so einer Form zu haben, dass man nicht sein Handy rausholen muss. Aber ich weiß noch nicht so ganz, ob man ohne einen Chromecast oder ohne Philips Hue oder ähnliches, ob es sich lohnen würde, einen Google Home zu holen. Weil im Endeffekt ist es wirklich nur der Google Assistant, den die meisten von uns inzwischen auch schon auf ihrem Smartphone haben. Da hat man dann halt den Google Assistant, der kann genau das Gleiche. Es ist nur, man muss halt nicht das Smartphone rausholen. Ob es das jetzt 150 € wert ist, weiß ich nicht. Aber in Verbindung mit dem Chromecast oder mit Philips Hue-Lampen oder anderen Smart Home-Sachen kann das durchaus sehr interessant sein. Dann kann man zum Beispiel den Befehl geben, mach das Licht blau oder mach das Licht hier und da an oder aus. Das ist wirklich, das fände ich schon nützlich. So ist es halt mehr ein bisschen Spielerei, aber so Sachen wie, okay, Google, was liegt heute an? Hey Malte, ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Im Moment ist es 20 vor 1. In Münster ist es aktuell 22 Grad und größtenteils bewölkt. Heute gibt es Gewitter bei 13 bis maximal 22 Grad. Bis bald, hier sind die Nachrichten. Vom Nachrichtenanbieter Deutschlandfunk Nachrichten um 11:30 heute. Deutschlandfunk. 11:30 die Nachrichten. Okay, Google, Die Top. stopp. Also für sowas ist es auf jeden Fall nett, aber wie gesagt, das ist der Google Assistant. Ich meine, das sieht man hier auch ganz eindeutig, das ist der Google Assistant. Die Musikqualität ist erstaunlich gut dieser Boxen. Ich nehme den mal kurz vom Sturm. Es sind zwar nur, ich nehme an, zwei Boxen, ein Subwoofer. Aber die Soundqualität ist trotzdem erfreulich gut. Also, es ist wirklich. Natürlich ist es kein Ersatz für ein Soundsystem, aber so als Küchenradio durchaus mehr als geeignet. Also insgesamt, die Verarbeitung ist natürlich super. Das Design finde ich persönlich schick. Es fällt nicht auf, sieht fast aus wie so eine kleine Vase. Passt gut in ein modern eingerichtetes Haus. Und insgesamt, ich meine, die Funktionalität des Google Assistants, die kennt man, die wird im Laufe der Zeit auch nur besser. Also. Es ist durchaus ein nettes Spielzeug. Es ist momentan noch nicht für jedermann, das muss ich aber auch klar sagen. Also, ich persönlich würde mir den Google Home so nicht in mein Schlafzimmer oder mein Wohnzimmer stellen, da ich einfach keine großartige Verwendung dafür habe. Also, ja, ist ja gut, Google. Wenn man doch über so Sachen wie einen Chromecast oder Philips Hue Leuchten verfügt, dann kann es auf jeden Fall sehr, sehr nützlich sein. Aber so ist es für mich einfach noch nicht wirklich. So das Geld wert. Das wär's dann auch schon wieder von mir. Damit verabschiede ich mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.